Lass uns heute mal gemeinsam einen Blick auf das Jupyter-Projekt werfen, um zu verstehen, was es denn so besonders macht und wie es sich von anderen Plattformen unterscheidet. Jupyter ist nämlich mehr als nur ein weiterer Name in der Welt unserer geliebten Kryptowährung. Es ist eine recht innovative Plattform, wie ich finde. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt, weshalb du das Video definitiv bis zum Ende ansehen solltest. Denn da möchte ich dann auch klären, ob es sich denn lohnen kann, in dieses Projekt zu investieren. Über ein Like und ein Abo, wenn dir mein Content gefällt, würde ich mich freuen. Ansonsten wünsche ich dir natürlich ganz viel Spaß beim Zuschauen. Und wenn du noch nicht bei mir bei Patreon dabei bist, dann würde ich dir wirklich sehr stark empfehlen, ein Patreon zu werden, denn ich biete dir hier jede Woche detaillierte Analysen und exklusive Geheimtipps, die eben entscheidend sein können, wenn du das Maximum aus dem Bullenmarkt herausholen möchtest. Und genau dorthin fließt meine gesamte Zeit, weshalb dann auch eher recht selten Videos kommen. Genau solche Einblicke hatte ich mir damals zu Beginn meiner Zeit im Kryptomarkt extrem gewünscht, weshalb ich sie speziell für dich genauso gestaltet habe. Ich lade dich also herzlich ein, mal einen Blick darauf zu werfen. Es wird sich definitiv lohnen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und wenn du mal vorab einen Bericht lesen möchtest, dann schreib mir auch gerne auf Telegram. Dann würde ich dir den letzten Bericht mal zukommen lassen. Dann hast du mal so eine ungefähre Vorstellung, wie das alles so aussieht. Jupyter begann damals als einfacher Aggregator auf der Solana-Blockchain. Und das Besondere an diesem Projekt ist, wie es eben Millionen von Solana-Nutzern dabei hilft, den besten Preis für ihre Token-Transaktionen zu finden. Aber warum kann ich nicht einfach hergehen und Jupyter einfach mit Uniswap vergleichen? Nun, Jupyter und Uniswap haben grundlegend unterschiedliche Ansätze. Während Uniswap direkt auf dem Ethereum-Protokoll basiert und wir unsere Token staken müssen, agiert eben Jupyter als Aggregator, der die beste verfügbare Liquidität im Solana-Netzwerk sucht. Und diese unterschiedlichen Ansätze machen direkte Vergleiche schwierig. Und auch die Benutzerfreundlichkeit von Jupyter ist richtig gut. Mit nur 3 Klicks kannst du deine bevorzugten Assets dann eben tauschen. Die Plattform ist somit für Neulinge im Solana-Ökosystem ideal. Jupyter nutzt auch die Liquidität von verschiedenen Dexes, wie zum Beispiel Orca, über das ich auch schon mal ein separates Video gemacht habe, ist jetzt zwar schon ein bisschen länger her, aber auch Meteora, Radium und auch viele andere. Was den Zugang zu Solana SPL Tokens, besonders halt eben in geografisch eingeschränkten Gebieten, sage ich mal, erleichtert. Und was die Slippage betrifft, die ist standardmäßig auf 0,5% eingestellt. Und das gibt dir dann etwas Spielraum bei den Tauschgeschäften, ohne dass du dir Sorgen machen musst, signifikant an Wert zu verlieren. Ich habe jetzt mal meine Test-Wallet verbunden, denn sobald du deine gewünschten Token-Paarungen auswählst, zeigt dir Jupyter, wie deine Assets eben am effizientesten getauscht werden. Normalerweise versucht Jupyter, das in einem oder weniger Schritten zu tun, manchmal sind jedoch 2 oder mehr Schritte notwendig, um eben die Transaktion abzuschließen. Im Beispiel hier würde Jupyter eben die Solcoins in USDC über verschiedene Liquiditätspools tauschen, um eben letztlich USDC zu erhalten. Und dieser Prozess löst dann 2 Hauptprobleme im Bereich der dezentralen Finanzen, also DeFi. Er verhindert nämlich, dass die Liquidität zu stark aufgesplittert wird und bietet uns Nutzern eine automatische Arbitrage-Funktion. Die meiste Aktivität auf Jupyter fand aber im Vorfeld der Einführung des JUP-Tokens statt. Viele nutzten hier die Plattform in der Hoffnung auf zukünftige Belohnungen in Form eines Airdrops. Nach nämlich der Ankündigung des Snapshot-Datums fiel die Aktivität dann auch um 40% und nach der Markteinführung des Jupyter-Tokens sank sie dann auch nochmal um 50% auf über 1,5 Milliarden Dollar. Nach einem Rückgang der Aktivitäten hat Jupyter dann seinen Service auf die Perpetual Exchange, die du hier sehen kannst, erweitert. Perpetuals als Dauerkontrakte sind ein Derivatprodukt, das es uns Nutzern ermöglicht, auf eben die zukünftigen Preise von Coins und Token zu spekulieren. Das Tolle daran ist, dass du mit relativ wenig Kapital große Wetten auf den Markt abschließen und dabei potenziell hohe Auszahlungen erzielen kannst. Wenn du also risikofreudig bist, kannst du hier bis zu 100 Mal Hebel nutzen. Aber das ist definitiv etwas für die ganzen risikofreudigen Crypto-Trader unter euch. Oder wie wir halt hier im Crypto-Space sagen, die echten Degens.
Was du mittlerweile auch machen kannst, ist es nämlich, dass du Token auf Jupiter staken kannst und dafür JLP-Token erhalten kannst. Als JLP-Inhaber profitierst du dann von 70% der Gebühren, die durch den Handel auf der Plattform dann generiert werden. Und das Beste, Liquidity Provider können sich über eine extrem hohe Rendite von über, wie du sehen kannst, 100% freuen. Interessant ist auch, wie ich finde, dass Jupiter die Größe dieses Produktes auf 160 Millionen Dollar limitiert hat. Die Pools für Sol, Ethereum und WBTC erreichten dann auch innerhalb der ersten Tage nach dem Produktstart ihre maximale Auslastung. Um eine Unter- oder Überhebelung des Pools zu vermeiden, finden hier auch regelmäßige Rebalancing-Maßnahmen statt. Als dezentrale Plattform erfolgt das Rebalancing dann halt auch nicht automatisch. Als Liquidity Provider musst du also regelmäßig deine Positionen im Pool manuell anpassen. Und wie du hier lesen kannst, plant Jupiter die Einführung eines Stablecoins, den SUSD, der dann im Perpetual Marketplace eingeführt wird. Und der SUSD wird dann als zinstragender Stablecoin eingeführt, der durch Sol Liquid Staking Tokens gedeckt ist. Diese dezentralen Stablecoins nutzen dann auch Sol Coins als Sicherheit, um zinsfreie Darlehen und Hochzinsoperationen für Solana-Halter anzubieten. Die anfängliche Besicherungsrate für den SUSD wird dann auf 130% festgelegt. Das Ziel ist es, Arbitrage-Möglichkeiten für Händler zu schaffen, wenn der Wert über einen Dollar liegt und die Rückzahlung zu incentivieren, wenn der Wert darunter fällt. So soll der Wert von SUSD möglichst nah am 1-Dollar-Peg gehalten werden. Schauen wir uns jetzt mal die Jupiter Bridge an. Stell dir diese als eine Art Vermittler vor, der es dir ermöglicht, deine Coins und Token von verschiedenen Blockchain-Netzwerken wie Ethereum, BNB oder eben auch Polygon direkt nach Solana zu schicken. Ganz ähnlich wie so ein Reisebüro, das kannst du dir so ähnlich vorstellen, das für dich eben die günstigste Flugroute findet, sucht hier Jupiter über Anbieter wie Allbridge oder Wormhole nach dem besten Preis für deinen Asset-Transfer unter natürlich der Berücksichtigung der jeweiligen Netzwerkgebühren. Und die Standardoption der Comparator ermöglicht es dir, Assets nach Solana zu senden, aber nicht von dort wegzubringen. Und hier kommt Wormhole ins Spiel, das den Transfer von Solana zu anderen Netzwerken momentan allerdings nur zu Ethereum ermöglicht. Auch wenn Wormhole eigentlich Transfers zwischen mittlerweile über 2 Dutzend Netzwerken bietet, konzentriert sich hier die Jupiter Bridge hauptsächlich auf den Transfer zu Solana. Lass mich jetzt mal auf den Airdrop zu sprechen kommen. Denn von den insgesamt 10 Milliarden geprägten Jup-Token wurden 40% für die Jupiter Community reserviert. Im ersten Airdrop wurden 1,35 Milliarden dieser Token an fast 1 Million berechtigter Wallets verteilt, die vor dem Stichtag am 2. November 2023 auf Jupiter aktiv waren. Interessant ist hier die Verteilung. 200 Millionen JUP waren für alle Nutzer ohne Einschränkung verfügbar. 700 Millionen gingen dann an Großnutzer und 100 Millionen an Community-Beiträger wie eben Entwickler. Und das bedeutet, dass der Airdrop besonders für aktive Nutzer auf Solana sehr vorteilhaft war. Ich glaube, wenn du in diesem Bereich aktiv warst, dann hast du auch die Story von diesem jungen Mann gehört. Ich glaube, der war 17, der dann einen Reward von über 1 Million hatte dadurch, weil er eben täglich getradet hat. Das ist schon ziemlich krass. Falls du es also noch nicht getan hast, dann kannst du deine kostenlosen Jupp-Token noch vor dem Stichtag am 31. Juli beanspruchen. Noch vor der Einführung des Jupp-Tokens führte das Projekt einen begrenzten Airdrop des Event-Tokens durch. Vielleicht hast du ja mal davon gehört. Das ist ein Meme-Coin, der von anonymen Gründern von Jupiter unterstützt wird. Und dieser Airdrop diente eher als Testlauf für die Verteilung des bevorstehenden Jupp-Token und auch als Belastungstest für das Solana-Netzwerk. Interessanterweise wurden bis zum Ende der Frist etwa 40% der gesamten oder des gesamten Event-Angebotes nicht beansprucht. Am 31. Januar diesen Jahres startete dann Jupiter seinen Jupp-Token als Governance-Token. Obwohl es keinen offiziellen öffentlichen Verkauf gab, ermöglichte ein von den Entwicklern eröffneter Handelspool den Verkauf des Jupp-Tokens in einem spezifischen Preisbereich, ganz ähnlich wie bei einem IDO. Diese Vorgehensweise führte aber zu Kontroversen unter den Händlern, da einige von ihnen das eher als unfair empfanden. Die anfänglichen 10 Milliarden Jupp-Token wurden dann gleichermaßen aufgeteilt, 50% für das Team und 50% für die Community.
Vom Teamanteil gingen dann 20% an die aktuellen Teammitglieder, 20% wurden dann aber auch für zukünftige Mitglieder reserviert und 10% für Liquidität, quasi als privater Verkauf. Für die Community wurden dann 40% für 4 jährliche Airdrop-Phasen vorgesehen und die restlichen 10% für Community Grants, die im Jupiter DAO verwaltet werden, die aber noch nicht freigegeben sind. Jupinhaber können dann ihre Token staken, um eine moderate API zu erzielen und sich dann auch für zukünftige Airdrops von Jupiter gesponserten Protokollen zu qualifizieren. Interessanterweise hatte aber der Start von Jup wenig Einfluss auf die Integrität des Solana-Netzwerks. Denn trotz längerer Verarbeitungszeiten und auch höherer Gebühren kam es zu keinen Ausfällen, was angesichts der Anfälligkeit von Solana für eben umfangreiche On-Chain-Aktivitäten fast als ein Wunder angesehen werden kann. Laut CoinGecko liegt der Jupp-Token auf Platz 68 und hat eine Marktkapitalisierung von 1,7 Milliarden mittlerweile, bei aber einer vollständigen verwässerten Bewertung von 13 Milliarden, und das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied. Es kann hier also noch zu einer Menge Verkaufsdruck in Zukunft kommen. Das Handelsvolumen des Jupp-Token liegt bei über 300 Millionen zurzeit und ist auch auf großen Börsen wie im Binance gelistet. Und Binance macht hier auch den größten Teil des Handelsvolumens aus, mit über 33%. Kommen wir jetzt aber mal zu meinem persönlichen Fazit. Jupiter präsentiert sich ja mit ansprechendem Marketing inklusive dieser ganzen süßen Katzenastronauten, und das ist für viele ziemlich ansprechend. Aber schauen wir mal genauer hin. Tatsächlich ist Jupiter, wie ich ja anfangs erwähnte, keine klassische Exchange, sondern ein Liquiditätsaggregator. Das bedeutet, dass Jupiter keine eigenen Assets hält, sondern die Liquidität von anderen Solana Exchanges wie im Orca oder Radium nutzt. Mal zum Vergleich, 1inch auf Ethereum ist ebenfalls ein DEX-Aggregator, aber niemand würde es als eigenständige Börse bezeichnen. Die Handelsvolumina auf 1inch gehören eigentlich zu Plattformen wie Uniswap oder Curve. Daher ist die Anerkennung von Jupiter als eigenständige Börse irreführend. Natürlich sind Aggregatoren wie Jupiter nützlich, denn sie bieten eben Tradern einen Mehrwert. Aber wir müssen klar unterscheiden, ein Aggregator ist keine Exchange mit eigenen Liquiditätspools. In diesem Sinne ist Jupiter ein nützliches Projekt für Trader, bietet jedoch keine eigenen Handelspaare oder Liquiditätsoptionen, die es auf Solana nicht schon gibt. Als reiner Governance-Token repräsentiert Jupp nicht den tatsächlichen Unternehmenswert von Jupiter und bietet auch hier keine Vorteile wie eben reduzierte Tauschgebühren. Für uns Investoren, die möchten eben, dass ihre Exchange-basierten Token den tatsächlichen Wert der Börse widerspiegeln, ist Jupiter daher eine schwierige Wahl. Im Vergleich zu den anderen Projekten auf Solana ist Jupiter mit 116 Millionen TVL, also Total Value Locked, von seinem Perpetual Exchange eher klein. Marinade Finance ganz oben beispielsweise hat ein TVL von 1,89 Milliarden US-Dollar. Daher könnte der Kauf von diesen Token eine weitaus bessere Wertanlage sein als der Kauf von Jupp-Token. Aber das ist an dieser Stelle definitiv keine Finanzberatung. Mache bitte immer deine eigenen Recherchen, bevor du in irgendein Projekt investierst oder eben auch nicht. Ich habe zu Marinade Finance auch schon ein separates Video gemacht. Ist gar nicht so lange her, ein paar Wochen. Das ist das Projekt, das ich bezeichne als extrem unterbewertet auf Solana. Schau dir das auf jeden Fall mal an. Das ist es wert. Was du dann letztendlich machst, ist natürlich dir überlassen. Wenn du aber mehr von solchen Analysen haben möchtest, dann schau auf jeden Fall in meinem Wochenbericht auf Patreon vorbei. Dann bist du da immer up to date. Ich wünsche dir ansonsten einen wundervollen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut!